Ich bin Jens Seeger, Professor für Modellierung und Simulation technischer Systeme und Prozesse an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Dort beschäftigen wir uns in verschiedenen Arbeitsgruppen mit dem Thema Digitalisierung, also im Ingenieursbereich mit dem Thema Industrie 4.0. Der derzeitige Fokus liegt darin, technische Anlagen mit Software aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz zu verbinden. Daraus entstehen vernetzte cyberphysische Produktionssysteme, die vernetzt, kontextspezifisch, adaptiv und autonom arbeiten können. Für diese Entwicklung stehen exemplarisch zwei Forschungsprojekte aus unserer Arbeitsgruppe, Schöpfwerk 4.0 und Optimum. Weitere Entwicklungsschritte beinhalten die echtzeitfähige Steuerung, Smart Products, autonome Transportsteuerung und die chaotische Fertigung, bis schließlich eine vollkommene Vernetzung innerhalb eines Standorts oder sogar werksübergreifend erreicht werden kann. In unserem Projekt Optimum wird ein Umformprozess mit Hilfe von Bildverarbeitung und KI verbessert. Prognose- und Klassifikationsmethoden ermöglichen eine Bauteilinspektion und dynamische Anlagenparameteroptimierung in Echtzeit. In einem weiteren Projekt betrachten wir norddeutsche Überflutungsgebiete. Hier werden Schöpfwerke eingesetzt, um flutbedingte Pegelanstiege zu kontrollieren und Überflutung zu verhindern. Im Projekt Schöpfwerk 4.0 entwickeln wir Modelle, mit deren Hilfe kosten- und CO2-optimierte Ablaufpläne generiert werden können. Verschiedene Daten wie beispielsweise Stromtarife und Netzdynamiken, Wetterdaten, Pegelstände, Pumpaufwände und aktuelle Energiebedarfe werden berücksichtigt. Die Daten, die teilweise über weit verteilte Sensoren erhoben werden, stellen die Basis für Prognosen dar. Diese werden genutzt, um mathematisch optimierte Pläne zu berechnen, die dann durch netzdienliches Verhalten zu CO2-Reduktionen führen. Die in den Projekten verwendeten Methoden, insbesondere die Bildverarbeitung, die Datenanalyse und die KI-Ansätze, stellen zusammen mit 5G eine hervorragende Basis für weitere Projekte dar. Die Massive Machine Type Communication, MMTC, ist für energiesparende, sporadische Kommunikation ausgelegt und ermöglicht es, neue industrielle Anwendungen innerhalb der vernetzten Produktion zu entwickeln. Die durch 5G möglichen hohen Geschwindigkeiten können beispielsweise für verschiedene mobile Anwendungen in Kombination mit Bildverarbeitung genutzt werden.